Führungswechsel beim japanischen Autohersteller Nissan. Nach 18 Jahren gibt der gebürtige Brasilianer Carlos Ghosn seinen Posten als einer von zwei Vorstandschefs ab. Co-Chef Hiroto Saikawa wird den Konzern ab April als alleiniger CEO weiterführen. Der 62-jährige Ghosn kommt eigentlich von Renault. Die beiden Konzerne pflegen seit 1999 eine Allianz. Ghosn übernahm damals bei Nissan mit das Ruder und führte den verschuldeten Autobauer erfolgreich aus der Krise. Ähnliches will er nun als Chef beim Autobauer Mitsubishi tun, an dem Nissan im vergangenen Jahr ein Drittel erwarb. Und auch bei Renault bleibt Ghosn Vorstandschef. Der Wandel dort sei noch nicht vollzogen, sagte er.